Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und diesmal ist es ein Haul, mein erster Haul auf YouTube und ich bin sehr gespannt, denn ich habe schöne Dinge, die ich euch zeigen möchte. Ich habe nämlich geshoppt und das nicht zu knapp. Ich habe einmal für unsere neue Stadt habe ich ein paar Minifiguren gekauft, nämlich eine ganze Box, weil Minifiguren kann man ja auch nie genug haben und das ist sehr, sehr cool und ich finde diese Minifiguren sind einfach mega. Mir gefällt die Serie 22 sehr, sehr gut und da dachte ich mir, da hole ich mir eine ganze Box von. Und die werden jetzt in unsere Stadt einziehen. Und das wird super, super cool, weil die Stadt wird ja jetzt auch immens ausgebaut. Und da dürfen natürlich coole Minifiguren nicht fehlen. Deswegen dachte ich mir, das muss sein. Genau. Ich habe neue Star Wars Sets gekauft. Ich habe mir nämlich einmal die Ärger auf Tatooine geholt. Das fehlte mir tatsächlich noch. Und das ist ja jetzt rausgegangen letztes Jahr. Und da bin ich sehr, sehr traurig drüber, dass das jetzt so schnell schon wieder verschwindet. Weil ich finde, die Mando-Sets sind einfach cool. Die machen einfach sehr viel Spaß. Und ich hatte bisher kein schlechtes Mando-Set. Also die machen richtig, richtig Freude. Und das Coole ist, hier ist noch ein Tuskenräuber bei. Und ich habe erst einen Tuskenräuber aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. Und da bin ich mal gespannt, was ich damit mache. Wird sehr cool. Genau, dann habe ich noch was mehr von Star Wars geholt. Und was sehr, sehr Großes von Star Wars. Ich habe mir nämlich Moff Gideons Kreuzer gekauft. Mega cool, weil es ist ein Kreuzer. Ja, wie geil ist das denn bitte? Und ich dachte einfach mal, den muss man einfach mal haben. Es ist ein Lego Exclusive und von daher dachte ich mir, da schlage ich mal zu. Und ich finde den cool. Ja, ich freue mich tierisch, den zu haben. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir den live bauen, auf meinem Twitch-Kanal, dann sagt Bescheid, lasst es mich wissen, denn schreibt es in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, ob wir da einen passenden Termin finden, wenn ihr da richtig Bock drauf habt, dass wir den zusammenbauen. Bin sehr gespannt. Es sieht auch gar nicht bunt aus von innen. Also von daher, wenn man das so mit dem imperialen Sternzerstörer vergleicht, bin ich sehr gespannt. Genau. Wie gesagt, lasst es mich wissen. Und dann habe ich ein bisschen Harry Potter gekauft. Das habe ich ja schon angekündigt im Jahresrückblick, dass jetzt Harry Potter zu uns kommt. Und dementsprechend habe ich mir die Kammer des Schreckens geholt. Das ist ja das neue Schlosssystem. Es ist ja modular jetzt und hat auch wieder grüne Dächer. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das so ist. Ich bin wirklich begeistert bisher. Also was auf den Bildern so zu sehen ist, ist schon sehr, sehr cool. Und wir können da also noch Massen der Minifiguren. Da guck erst mal an, wie viele Minifiguren da drin sind. Das ist super geil. Das ist super geil. Ja, hier sieht ihr dann einmal nochmal die Rückseite so ein bisschen. Das ist halt super cool, gerade weil es halt modular ist und das soll halt auch weitergehen. Es kommt ja jetzt dieses Jahr der Krankenflügel dazu. Und da bin ich sehr gespannt. Und dementsprechend habe ich mir auch hier noch einen Fluffy geholt, weil Fluffy braucht man ja auch immer. Fluffy ist putzig. Und der gehört dann ja auch dazu. Passt ja auch, ne? 20 Jahre Harry Potter. Da ist dann ja auch immer so eine goldene Minifigur mit bei. Und die versuche ich auch mal zu komplettieren. Mal gucken. Genau, dann habe ich mir, das war das Giveaway, was im Oktober 21 da gewesen ist, habe ich leider verpennt, weil war ich noch nicht so überzeugt von, aber jetzt werde ich es probieren. Gerade auf euren Wunsch hin, hieß es ja, mach mal Harry Potter. Ich sage, ich mache Harry Potter, kein Problem. Und dann dachte ich mir, ich bin Gryffindor, da muss ja auch der Gryffindor-Schlafsack bei. Ich habe es mir bei eBay Kleinanzeigen noch nachträglich geholt, habe ein paar Euros in die Hand genommen, aber, na, mein Gott. Hier ist auch diese Platte bei, wo man diese Sammelfliesen darauf pinnen kann. Ich bin sehr gespannt. So. Und dann habe ich noch einmal den Zugang zur Kammer des Schreckens mir geholt. Das ist ja hier, wie heißt das hier? Der misslungene Vielsafttrank. Genau, das kleine Set. Ganz cool ist hier, dass hier sind wohl so modulare Figuren bei, dass man die umbauen kann. Nämlich in Goyle und Crab. Finde ich ganz cool. Dass man Hermine wird eine Katze und so. Wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Genau, dieses große hier, das werden wir am Sonntag, den 9.01. setzen wir uns bei Twitch ein bisschen hin, bei Toaster Toddy auf Twitch. So heißt ja mein Kanal da. Und da werden wir uns dann zusammen einen gemütlichen Abend machen und werden diese wunderschönen Sets hier zusammenknüppeln und uns mal davon überzeugen, ob das neue modulare Harry Potter Schloss was wert ist. Und mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe da mega Bock zu. Gerade als großer Harry Potter Fan muss man ja einfach mal gucken, was da ist. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendwas von Harry Potter gebaut. Mal so ein bisschen Adventskalender, aber so richtig
sowas habe ich noch nicht gemacht. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. So, dann natürlich, was bei mir ja immer Thema ist, das Thema Eisenbahn. Ich habe mir nämlich was richtig Schönes noch gegönnt. Jetzt verlassen wir die Lego-Ecke und gehen zu Bluebricks über. Und ich habe von Bluebricks, wo ist der? Da ist er. Die Big Boy gekriegt. Sie war wieder da, sie ist noch da. Ich weiß es nicht. Guckt einfach nochmal nach, ob die Big Boy noch da ist. Ich habe eine bekommen. Ich bin mega, mega, mega glücklich. Ich habe die erste habe ich schon nicht mehr bekommen. Die war ja ratzefatze ausverkauft. Und jetzt habe ich endlich eine Big Boy. Und das wird auf jeden Fall ein Set, was ins Wochenblatt kommt. Das werde ich euch vorstellen. Da wird ganz, ganz viel zu kommen. Genau. Dann habe ich noch ein neues Projekt an den Start gebracht. Ich habe nämlich von Lego eine Maschine gekauft. Ich habe von Bluebricks eine Maschine gekauft. Und ich habe mir von Trixbricks Schienen gekauft. Diese drei guten verschiedenen Hersteller von kompatiblen Lego-Schienen, also Lego ist ja natürlich klar, ist kompatibel zu sich selbst, aber diese drei Hersteller werden wir uns mal genauer angucken, was Trixbricks kann, ob sie gut sind oder nicht, das werden wir herausfinden, genauso wie bei den Bluebricks-Schienen, taugen die was, taugen die nichts, und natürlich vergleichen wir das mit den Lego-Schienen. Und vergleichen auch die Boxen. Was ist drin? Lohnt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das werden wir uns alles angucken hier. Und Trixbricks, da habe ich nämlich auch nochmal mir eine Weiche geholt. Und ich habe mir auch von Bluebricks die Weichen noch geholt. Hier sind sie. So rum. Das Weichenset von Bluebricks. Und dementsprechend, ich habe auch noch ein Weichen von Lego, habe ich ja sowieso. Und die werden wir dann mal aneinander halten und gucken, ob die Züge leichter entgleisen, ob das alles so richtig hundertprozentig funktioniert. Weil ihr wisst ja, ich habe ja jetzt den Güterbahnhof da drüben geplant. Und dann brauche ich natürlich viele Schienen. Und da würde ich dann ja gucken, welche Schienen am besten sind für den Güterbahnhof. Und das wäre dann natürlich cool. Und da müssen wir mal gucken. Da werde ich auf jeden Fall ein kleines Wochenblatt zu machen, was uns da so einfällt. Genau, weil das wird nämlich noch ein bisschen ausgeweitet, diese ganze Sache mit den Schienen, mit der Big Boy. Wir machen nämlich eine Eisenbahnwoche. Vom 10.01. bis zum 14.01. wird auf dem YouTube-Kanal jeden Tag ein Video zum Thema Eisenbahn kommen. Ob das jetzt Bluebricks ist oder ob das jetzt auch Trixbricks sind oder Lego, vollkommen Wurst. Wir werden auf jeden Fall ganz viel Spaß mit Eisenbahn haben und gucken uns schöne Dinge an. Genau, und natürlich dann auch der Start. Ich hoffe, ich krieg's bis dahin fertig, dass der Güterbahnhof die erste Folge bekommt. Das wäre ein absoluter Traum, wenn das alles so klappt. Genau, das war der erste Haul, das, was ich mir alles so jetzt angeschafft habe, die letzten Tage und Wochen. Und da werde ich mich jetzt drauf stürzen und dann werden wir das alles gemeinsam vielleicht sogar zusammenbauen. Ja, also wenn ihr das davon sehen wollt, wenn ihr die Big Boy unbedingt als Live-Bild sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann werden wir das schön zusammen bei Twitch machen. Dann werden wir da mal gucken, dass wir da einen schönen Termin finden, dass ich da Zeit habe und dass wir abends dann so ein bisschen Klammersteine puzzeln. Genau. Ja, lasst es mich wissen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch das hier gefällt, was ich hier so mache. Da freue ich mich natürlich immer drüber. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Lisi ist immer fleißig am Bilder posten, macht immer viele tolle Szenen in der Stadt. Jetzt gerade, wo sich ja jetzt auch diese ganzen tollen neuen Minifiguren hat, da wird auf jeden Fall sehr viel Content kommen. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Ausgabe des Hauls und natürlich zum Wochenblatt wieder und in die Stadtupdates. Ihr kennt es ja und natürlich auch. Guckt gerne mal auf Twitch vorbei. Am 7.01. wie gesagt, bauen wir Harry Potter. Ja, das wird riesengroß. Und wenn ihr noch Sachen haben wollt, die wir zusammenbauen, schreibt es in die Kommentare. Also, habt noch einen schönen Tag, macht es gut, bleibt gesund und dann sehen wir uns zur nächsten Ausgabe wieder. Haut rein, bis dann.